Hallo, ich bin 7 Jahre alt und will Imker werden. Imkern braucht man eine Beute, so nennt man das Haus von den Bienen. Eine Beute besteht aus einem Boden, aus Zargen und einem Deckel. Brauchen wir eine Zarge? Ich habe im Internet eine schöne Anleitung gefunden für ein Mini-Plus-System. Der Baumarkt schneidet das Holz zu, sodass ich weniger Arbeit habe. Ich muss nur noch die Griffe auf Gärung sehen. Ein paar Löcher bohren und kleben und schrauben. Fangen wir an. So, jetzt müssen wir die Griffe auf Gärung sehen. Fertig. Abschleifen. So, jetzt müssen wir die Ecken abschleifen, dass wir keine Spreisel kriegen. So, jetzt müssen wir nur noch schleifen. Das geht mit Schmirgelpapier. Wem das zu lange geht, der macht es mit einer Maschine. Müssen wir nur noch die Seitenteile bohren. Wir haben gesägt, gebohrt und geschliffen. Jetzt müssen wir alles nur noch zusammenbauen. Wir fangen mit der Stirnseite an. Jetzt machen wir die Zwingen dran. So, jetzt machen wir die andere Seite noch. Mit 2 Edelstahlschrauben schrauben wir das zusammen. Und jetzt die andere Seite. Jetzt bauen wir die Griffe ran. Dafür habe ich mir eine Schablone gebaut. Zuerst kleben, dann schrauben. Jetzt kommen wieder die Schrauben dran. Jetzt die andere. Das Ganze baut man zweimal. So sieht's aus, wenn es fertig ist. Jetzt müssen wir nur noch die Seitenteile dran bauen. Erst kleben, dann schrauben. Außen verschrauben wir die Zarge mit
einen Schrauben. Und auf der anderen Seite auch. Und der Tag ist fertig. So muss sie aussehen. Und nächstes Mal zeige ich euch, wie man das passende Rädchen baut.